versuchen, hierher zu kommen von Hong for Hope, der eigentlich die Kundgebung mit uns gemeinsam vor dem Brandenburger Tor durchführen wollte, aber gezwungen wurde, um 12.06 Uhr dann die Kundgebung für beendet zu erklären. Neben mir steht jemand, der mir gerade versprochen hat, mit mir gemeinsam gleich nochmals rüberzugehen zum Brandenburger Tor. Er ist Bundestagsabgeordneter und in seiner Begleitung sollte ich das schaffen, weil ich der Meinung bin, dass wir die Menschen dort hinten nicht alleine lassen dürfen. Und Hans-Jörg, ich habe heute mit deinem Kollegen, mit dem Carsten Hilse, ein Interview gemacht. Der Carsten, ich sage das hier nochmal zu denjenigen, die vielleicht gerade nicht dabei waren. Der Carsten ist schon, der ist ja selbst Streifenpolizist vor der Übernahme des Bundestagsmandats gewesen. Und er wurde von Kollegen heute zu Boden geworfen. Ich habe die Schürfwunde in seinem Gesicht gesehen. Und ich habe hier gesagt, wenn das einem Bundestagsabgeordneten bereits widerfährt, was soll erstmal uns widerfahren? Wir sind alle vogelfrei. Und ich finde, wir müssten hier heute die rote Karte zeigen. Und es darf heute nicht das Ende sein, sondern wir müssen in den nächsten Wochen und Monaten weitermachen und hierher kommen. Und wir müssen mehr werden. Und wir müssen immer mehr Überzeugungsarbeit leisten. Denn es kann nicht sein, dass eine Pandemie dazu führt, dass wesentliche Artikel, der ersten 20 Artikel unseres Grundgesetzes außer Kraft gesetzt werden können. Ich will jetzt nicht mehr sagen, sondern du hast gerade bei der namentlichen Abstimmung mit Nein gestimmt und du sagst uns... Du hast mir gerade schon einige Eindrücke geschildert, dass du uns jetzt hier mal eben erklärst, was hier in den letzten zwei, drei Stunden im Bundestag abgegangen ist. Danke, lieber Thorsten. Wie immer, ich möchte mich vorstellen. Mein Name ist Hans-Jörg Müller, Abgeordneter zum Deutschen Bundestag. Ich sage auch heute wieder, die Partei spielt keine Rolle, weil wir hier alle zusammenstehen als Bürger, die für unsere Rechte und unsere Freiheit kämpfen. Nichtsdestotrotz gibt es trotzdem nur eine Partei, die noch dagegen stimmt, dann könnt ihr euch trotzdem denken, von wo ich bin. Ja? Ich habe, das sind die Abstimmkarten, diese rote Karte habe ich eingeworfen vor 20 Minuten zur Abstimmung gegen das dritte Bevölkerungsschutzgesetz. Sorry, keine Euphemismen. Ich habe abgestimmt namentlich gegen das zweite Ermächtigungsgesetz. Und die Auszählung läuft jetzt. Sie wird ungefähr gegen 16 Uhr bekannt sein. Jetzt wurde ich gerade gefragt, ist ja schon im Internet, dass ja schon zwei Abstimmungen abgelehnt worden sind. Das waren Änderungsanträge. Also das heißt, zuerst sind zwei Änderungsanträge abgestimmt worden. Einen der FDP, den anderen von den Grünen, zu diesem Gesetz der Bundesregierung. Diese beiden Änderungsanträge sind jetzt erstmal auch mit namentlicher Abstimmung abgelehnt worden. Das ist das, was ihr jetzt gesehen habt und vielleicht die Fragen habt, ja, war denn die Abstimmung schon ja oder nein? Ja, für die zwei Änderungsanträge, die sind abgelehnt worden. Die Abstimmung für oder gegen das Gesetz an sich war, hat geschlossen vor 20 Minuten, da habe ich so ein rotes Dingens reingeworfen und danach kommt noch eine vierte Abstimmung, die ist aber auch nicht so bedeutsam. Also konzentriert euch bitte drauf, wie die dritte namentliche Abstimmung abgeht oder ausgeht. Ach, gucke, da kommt noch so einer. Ich möchte mich hier bei meinem lieben Kollegen Martin Sichert ganz herzlich für dieses T-Shirt bedanken, weil mit diesem T-Shirt saßen wir heute auch in der Abstimmung im Bundestag. Ja, jetzt, nicht, dass ihr euch zu viel freut, ich möchte euch auch etwas Trauriges sagen. In der Bundestagsdebatte hat sich ein Abgeordneter, ich habe mir leider den Namen nicht gemerkt, der Regierungsfraktion, explizit bei den Sicherheitskräften dafür bedankt, dass sie heute hier vorne gegen Chaoten hier die Demokratie geschützt hätten. Also ich sagte, schaut bitte die Debatte in der Mediathek nach und dann wisst ihr, wer dieser Herr ist und dann bombardiert ihn bitte mit Briefen und E-Mails, dass dieser Herr zurücktritt, der in keinster Weise verstanden hat, wie Demokratie funktioniert. Eine Demokratie funktioniert dann, wenn die Sicherheitskräfte, das Volk und die Parlamentarier an einem Strang ziehen, dann funktioniert eine Demokratie. Wenn aber inzwischen sich Politmarionetten im Reichstag verschanzen und sich dann gegen das Volk
verteidigen lassen durch angreifende Polizisten, dann ist es ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir in keiner funktionierenden Demokratie mehr leben. Deswegen kann ich jetzt, ich möchte nicht zu lange reden, der Nächste ist schon da. Vielleicht haben es einige gehört, heute früh war ich ja schon mal auf einem Klavier gestanden am Brandenburger Tor. Und ich möchte das jetzt ganz ernst sagen, ganz ernst. Es ist schön, dass wir hier sind, aber wir sind noch viel zu wenige. Es ist auch schön, dass wir uns mit Wasser bespritzen lassen und nicht weichen. Aber das ist noch nicht genug. Wir müssen unsere Demokratie retten vor einer wild gewordenen Regierung, die im Endeffekt in einem mafiösen Geflecht mit Großkonzernen gegen das eigene Volk agieren. Das ist die brutale Wahrheit, wie dieses System funktioniert. Ich würde gerne in einer Demokratie leben, wie ich sie gelernt habe in der Schule. Jetzt bin ich seit 3 Jahren im Bundestag. Ich bin der Quereinsteiger. Ich sage immer vollen Ernstes, bis vor 3 Jahren habe ich mein Geld noch ehrlich verdient und da bin ich auch stolz drauf. Ja? Ich habe genug Steuern in diesen Staat hineingebuttert. Ja? Und ich bin in diesem Staat groß geworden. Und ich finde es fatal, ich bin traurig, wie unmenschlich diese Gesellschaft inzwischen geworden ist. Wir leben in einer unmenschlichen Gesellschaft, wo die Menschlichkeit fehlt. Und woher kommt das denn? Weil wir keine Volks- oder kaum noch, ne, wir sind da die Ausnahmen, unsere Kollegen, weil wir kaum noch Volksvertreter haben, die von unten nach oben den Willen des Volkes vertreten, sondern man hat die Pyramide umgedreht. Die Entscheidungen werden getroffen in der internationalen Finanzindustrie, in der Bankenwelt und in der Pharmaindustrie und bei den Lobbyisten. Es laufen 25.000 Lobbyisten durch Brüssel, die uns alles aufdrücken. Und fast alle, ihr werdet es sehen, wie die namentliche Abstimmung in einer Viertelstunde ausgegangen sein wird. Alle diejenigen, die mit Ja zu diesem zweiten Ermächtigungsgesetz gestimmt haben, die könnt ihr an den Namen sehen. Das sind die abhängigen Marionetten, die im Auftrag der Großkonzerne nur noch das umsetzen, was die Großkonzerne entschieden haben, gegen jegliche demokratische Gepflogenheit. Und wer gegen das Gesetz gestimmt hat, wir nehmen unseren Auftrag ernst, als eure Vertreter, eure Interessen in diesem Parlament demokratisch zu vertreten. Und deswegen, ich bin jetzt wirklich am Schluss, denkt an 1989, ich möchte es hören von euch. Wir sind das Volk! 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 Danke euch! Dankeschön! Wir sind das Volk!